Ja, da sind wir wieder zurück auf Bühne 3 zu unserem letzten Vortrag von Stefan Herle und Thomas Lemmertz von der RWTH Aachen zum Thema Open Geo Research, eine partizipative Plattform für wissenschaftliche raumbezogene Fragestellung. Der Vortrag wird live gehalten und Bühne frei für Thomas Lemmertz. Bitte. Hallo, ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag zu unserem Forschungsprojekt Open Geo Research. Vielen Dank auch erstmal für die nette Einleitung. Open Geo Research, was ist das? Es steht schon hier im Titel, eine partizipative Plattform für wissenschaftliche raumbezogene Fragestellungen. Kurz zu mir, mein Name ist Thomas Lemmertz, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geodätischen Institut und Lehrstuhl für Bauinformatik und Geoinformationssysteme an der RWTH Aachen. Ich bin zusammen mit Stefan Herle seit September 2020 in diesem Projekt tätig und im Moment koordiniere ich unseren technischen Arbeitskreis im Projekt und entwickle auch noch viel selbst an unserer Software. Ein kurzer Überblick über den Ablauf meines Vortrags. Ich werde kurz einmal darauf eingehen, was ist eigentlich Open Geo Research, was ist das Konzept und die Idee dahinter. Dann werde ich die Plattform vorstellen, mit der wir das Ganze umsetzen. Und dann werde ich zum Schluss auch noch auf die technische Umsetzung genauer eingehen. Das Projekt Open Geo Research hat damals begonnen im Rahmen eines Ideenwettbewerbs vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da gab es einen Wettbewerb für innovative, analoge, digitale, also analoge oder digitale Partizipationsformate und Technologien. Es geht also um die Partizipation der Bevölkerung an den Wissenschaften. Unsere Idee war, eine Smartphone-App zu programmieren, mit der überall vor Ort, wo Menschen raumbezogene Fragen zu den Geowissenschaften haben, diese sofort stellen können, auf diese Weise digital Fragen der BürgerInnen zu akquirieren. Außerdem sollte das Ganze dann noch mit einer Kartenanwendung angereichert werden, auf der dann diese Fragen visualisiert werden. Die Idee dahinter ist, dass jeder seine Fragen sofort mit Raumbezug, also auch automatisch verortet stellen kann, da gerade dieser Raumbezug für die Geowissenschaften natürlich von besonderer Bedeutung ist. Das Projekt ist dann nochmal weitergegangen unter dem Titel Open Geo Research Klima, Umwelt, Stadt, ist als solches Teil geworden des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ist hier nochmal erweitert worden, dass wir nicht nur Akquise und Visualisierung der Fragen haben, sondern auch Akquise und Beantwortung der Fragen. Es soll also ein tatsächlicher Austausch zwischen der Bevölkerung und den Wissenschaften dadurch ermöglicht werden. Dieser Austausch soll möglichst in beide Richtungen funktionieren. Also einerseits sollen die Fragen an die Wissenschaft und sollen auch Antworten von der Wissenschaft natürlich an die BürgerInnen zurück. Es sollen aber auch neue, möglicherweise neue unerforschte Fragen gefunden werden, mit denen die Wissenschaft sich dann im Rahmen von weitergehenden Forschungsprojekten auseinandersetzen kann. Die Beantwortung findet bei uns zweigleisig statt. Wir haben einen zweigleisigen Ansatz, einmal den community-basierten Ansatz, bei dem werden Fragen direkt durch andere Mitglieder der Community beantwortet oder kommentiert und noch Informationen hinzugefügt. Und dann gibt es noch ein Expertenteam von uns, das dann Expertenantworten gibt. Also das sind dann Vertreter der Geowissenschaften hier bei uns vom Geografischen Institut der RWTH Aachen, die dann auch selbst Fragen beantworten. Diese Antworten sind dann immer besonders markiert, dass für jeden sofort zu erkennen ist, was ist eine Community-Antwort und was ist eine Expertenantwort von unseren Geowissenschaftlern. Ich stelle jetzt mal kurz die Plattform vor, mit der wir das Ganze realisieren. Die Idee ist, dass wir möglichst interoperabel sind und wir auch die Fragen klassifizieren können, um sie dann möglichst gut zuzuleiten zu den Wissenschaftlern und dann auch im Rahmen von weitergehenden Forschungsfragen untersuchen können. Modelliert haben wir diese Fragestellung dann in unserer Datenbank nach dem Observation and Measurement Standard vom OGC. Damit also ein bekanntes und, ich denke, populäres, gut dokumentiertes Datenmodell. Daneben haben wir dann auch noch unser eigenes Datenmodell, hier jetzt mal als OGR-Datenmodell benannt, in dem dann alles Weitere stattfindet, was außerhalb der eigentlichen Fragestellung ist. Also unsere Antwortfunktion, unsere Kommentarfunktion, also die ganzen Forumsfunktionen sind dann ausgegliedert. Als Kommunikationsstandards haben wir auch zwei Systeme parallel. Wir haben einmal die bekannte Sensor of Things API, auch vom OGC,
mit der wird dann vor allem der Zugriff auf die Fragestellung gemacht, also auf die Daten Observation and Measurement Standard. GraphQL benutzen wir zusätzlich dazu, um die Anfragen an unser eigenes OGR-Datenmodell und die Forumsfunktion zu realisieren. Wir klassifizieren die Fragen insoweit, dass wir versuchen, die Fragen möglichst mit semantischen Inhalten anzureichern, die filterbar und sortierbar sind. Dazu verwenden wir zum einen die Austrian Fields of Science, also die ÖFOS. Das ist ein hierarchisch aufgebauter Katalog von Wissenschaftsfeldern und Forschungsfeldern, mit denen dann jeder seine Frage, wenn er möchte, auch klassifizieren kann. Außerdem können auch individuelle Tags gesetzt werden. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Auch Bilder können hochgeladen werden. Die sind natürlich besonders gut, um die Fragen dann im Portal zu visualisieren. Jetzt hier mal die App, mit der die Fragen eingesammelt werden, etwas dargestellt. Natürlich wird die Position erkannt. Automatisch kann man das machen. Das kann man natürlich auch deaktivieren. Die Position vielleicht auch selber nochmal korrigieren oder komplett selbst einstellen. Dann kann man die Frage natürlich stellen, also in Form von Text. Neben dem gibt es die Möglichkeiten, wie gesagt, die Klassifizierung zu machen, eigene Text zu setzen oder auch eine weitere textliche Beschreibung einzugeben. Auf diese Weise können die Forschungsfragen dann selbst immer weiter angereichert oder auch noch weiter verfeinert werden. Hier sieht man diese hierarchische Klassifizierung. Da kann man sich dann immer weiter reinklicken. Man kann natürlich auch Überkategorien nehmen, wenn man sich da nicht so sicher ist. Und auch bei Tags werden dann schon vorgefertigte Tags oder schon bekannte Tags vorgeschlagen. Weitere Features und Apps sind grundsätzlich dann noch, dass man sich anmelden kann, einen Benutzeraccount machen kann, um seine eigenen Fragen besser zu verwalten. Mehrsprachigkeit haben wir auch implementiert. Derzeit stehen da die Sprachen Englisch und Deutsch zur Verfügung. Auch wenn man kein Internet hat oder gerade keine Verbindung hat, kann man Fragen speichern. Die werden lokal gespeichert und dann später kann man das hochladen, sodass sie dann trotzdem noch in unser System gelangen. Auch anonym können Fragen gestellt werden. Das heißt, man kann jede einzelne Frage auch nochmal, wenn man möchte, anonym stellen, sodass sie nicht mit dem eigenen Benutzeraccount verknüpft wird. Das Gegenstück dazu zur Visualisierung ist unser Fragenportal. Das ist hier diese Kartenanwendung mal dargestellt. Das haben wir als ein kleines WebGIS konzipiert. Wir sehen im Hintergrund schon die bekannte OpenStreetMap und dann im Layer darüber die Fragen hier gerendert, jeweils als ein kleiner grüner Marker. Wenn man so einen Marker dann anklickt, klappt sich eine Karte aus, in der dann die Informationen der Frage angezeigt werden, das Bild angezeigt wird natürlich. Und dann darunter haben wir den Bereich von unseren Forumsfunktionen, wo dann die Fragen votiert werden können, kommentiert werden können oder auch beantwortet werden können. Neben diesen Möglichkeiten haben wir noch verschiedene Filter implementiert, damit jeder die Fragen auch selber durchforsten kann, selber unsere Kartenanwendung, unser WebGIS gut erkunden kann, um sich nach Fragen umzusehen, die interessant sind, auf die man vielleicht selber Antworten hat oder die man sich speichern möchte, weil man selber gerne die Antwort dazu erfahren möchte. Genau, neben dem haben wir zusätzlich noch eine Funktion implementiert, mit der man sich entsprechende Regionen raussuchen kann. Da kann man dann einfach seine gewünschte Region eingeben und dann wird automatisch in die Region gezoomt und die Fragen aus dieser Region angezeigt. Auch die interessantesten, die neuesten oder die unbeantworteten Fragen kann man sich anzeigen. Und auch Filter können zusätzlich noch gesetzt werden, beispielsweise nach diesen ÖFOS-Kategorien, also den verschiedenen Wissenschaftszweigen oder auch nach dem Text oder auch einer Kombination aus beiden. Ja, das sind natürlich zuerst mal die grundlegenden Funktionen. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick jetzt geben, wo kann es mit OpenGeoResearch hingehen. Wir haben hier, wie gesagt, ein Forschungsprojekt und natürlicherweise gibt es da viele offene Fragen und das ist noch nicht alles abschließend geklärt und ausgearbeitet, denn wir suchen hier natürlich noch nach einer Möglichkeit, wie wir besonders gut, besonders effizient und auch besonders wirksam eine Partizipation mit Wissenschaft und den BürgerInnen etablieren können. Es gibt eine mögliche funktionale Weiterentwicklung, das ist jetzt explizit keine Ankündigung, was wir umsetzen werden, sondern einfach nur, um mal einen Überblick zu bekommen, in welche Richtung sich so eine Plattform alle entwickeln könnte. Es gibt Dinge wie automatische Auswertung, gerade von Bilddateien natürlich, erweiterte Antwortmöglichkeiten, indem man selbst Karten hinzufügt, weitere Layer zu den Karten hinzufügt oder auch mit Bildern und anderen Medien antworten könnte oder auch bekannte Verfahren wie Gamification wäre natürlich eine Idee.
konzeptionell ließe sich auch noch dahin weiterdenken, dass man sich auch fragt, wie kommen die Fragen eigentlich zu den Forschenden? Also wie leiten wir die Fragen an diejenigen zu, die auch die besondere Expertise haben? Weiterhin wollen wir natürlich auch, haben wir die Hoffnung, dass wir Forschungsfragen finden, aus denen wir Forschungsgegenstände und Forschungsprojekte wiederum machen können, sodass wir Dinge entdecken durch die Beobachtungsfähigkeit der breiten Bevölkerung, die uns als einzelnen Experten in der Wissenschaft so bisher verborgen geblieben sind. Wichtig ist dafür, das ist das Besondere an diesem Projekt, dass wir ein produktives System haben. Also unsere Plattform, unsere App, unsere Kartenanwendung sind bereits produktiv online und im Einsatz. Und das ist auch nötig, damit wir überhaupt erforschen können, wie funktioniert das oder wie können wir das möglich verbessern. Interessant daran ist, dass wir einerseits natürlich auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen sind, um das machen zu können, und andererseits natürlich auch die Bevölkerung hier eine Möglichkeit bekommt, direkt an einem laufenden Forschungsprojekt aktiv mitzuwirken. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf unsere technische Umsetzung eingehen. Wie haben wir diese Plattform eigentlich realisiert? Ich habe hier mal schematisch dargestellt die drei Kernbereiche unserer Plattform. Einmal die Smartphone-App, dann das Fragenportal, wie schon erwähnt, und dann dazwischen noch das Backend. Ich fange mal mit der Smartphone-App an. Unsere App ist als Progressive Web App konzipiert. Das heißt, es handelt sich um eine Webanwendung, hier umgesetzt mit Vue.js und Next.js. Bewusst habe ich dazu geschrieben Vue.js 2 und nicht das jetzt kürzlich erschienene Vue.js 3. Für unser UI verwenden wir Vuetify, für die Karten Vue-Layers, wo ein Open-Layers runtersteckt, und dann für unsere Anfragen an die REST-API, also die REST-API unseres eigenen Backends, machen wir mit Axios. So eine Progressive Web App hat einige Vorteile. Zum Beispiel können wir sehr schnell die Inhalte anpassen der App, wir können schnell und agil entwickeln und wir haben mehr oder weniger out of the box eine Art Cross-Platform-Support, sodass wir nicht extra eine native App für Android und eine native App parallel für beispielsweise iOS schreiben mussten. Nachteile dabei sind natürlich, dass auch alle typischen Schwierigkeiten und Pitfalls mitkommen, die man in der Webentwicklung grundsätzlich so zu erwarten hat. Als nächstes zu unserem Fragenportal, unser WebGIS. Hier fällt auf, das basiert auf dem gleichen Technologie-Stack wie die Progressive Web App, also auch Vue und Next.js, Vuetify, OpenLayers, Axios, nur zusätzlich noch Apollo. Damit setzen wir unsere Anfragen an unsere GraphQL-Endpunkte um. Hier also auch den Vorteil für ein agiles und schnelles Entwickeln dieses Systems, da wir auf gleiche Technologien in beiden Bereichen zurückgreifen und auch Komponenten in beiden Systemen wieder verwenden können. In der Mitte unser Backend. Dieses Backend, wie gesagt, hat als Informationsmodell einmal Observation Measurement vom OGC umgesetzt und daneben, um darauf zuzugreifen, natürlich noch die Sensor Things API, zu der ich gleich noch ein bisschen was sage. Unsere Server sind aufgesetzt oder implementiert mit dem Framework Spring. Auch wie im Vortrag vorher schon gehört, ein sehr populäres Framework und das ist alles komplett in Java implementiert. Als Datenbank verwenden wir auch das allseits bekannte PostGIS. Webdienste haben wir zwei selber noch umgesetzt. Einmal eine REST-Schnittstelle, eine REST-API, die vor allen Dingen von unserer Smartphone-App angesprochen wird. Und dann noch die GraphQL-Schnittstelle, die vor allen Dingen für die Forumsfunktion aus unserem Fragenportal angesprochen wird. Hier möchte ich noch einmal kurz was zur SensorThings-API sagen, die wir verwenden. Mit dieser kann man wunderbar auf unsere Forschungsfragen zugreifen und das haben wir gemacht aus der Idee, alles möglichst kompatibel zu machen und auch möglichst öffentlich zugänglich zu machen für eigentlich jeden, jede, die sich dafür interessiert. Wir verwenden hier keine eigene Implementierung, also wir haben das jetzt nicht nochmal selbst implementiert, diese SensorThings-API, sondern wir verwenden die Implementierung vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung. Dieses Projekt heißt dort Frost-Server. Dieser Frost-Server bietet uns dann eine SensorThings-API, die wir ansprechen können. Und hier habe ich mal drei Beispiele. Das erste ganz einfach, das wäre jetzt hier unser Server, auf dem das liegt, der Frost-Server, die API-Version hier 1.1 und dann wird ein Datastream mit der ID 4 abgefragt. Die Datastreams stellen bei uns die Forschungsfragen dar, die gestellt wurden und daran befinden sich dann
die textliche Beschreibung, die Klassifizierung der Ort natürlich, die Zeit natürlich und auch noch einige weitere Parameter und auch Links auf die Bilddateien, die damit verknüpft wurden. Das Ganze kann man im zweiten Beispiel, ist das dargestellt, natürlich auch direkt mit einem Format, also einem Result-Format, quasi anreichern, um sich direkt das Ganze als GeoJSON ausgeben zu lassen. Das hat natürlich einige Vorteile, das werde ich in der nächsten Folie auch dann nochmal kurz demonstrieren. Eine weitere Möglichkeit, die uns diese API bietet, ist das Filtern der Forschungsfragen oder hier der Data Streams im Datenmodell mit OData. Hier auch nochmal ein kleines Beispiel. Hier sind zwei Filter eingesetzt worden. Einmal ein geografischer Filter, also hier wird die Observed Area, also die Location, an denen die Fragen tatsächlich aufgezeichnet wurden, verschnitten mit einem selbst definierten Polygon. Auf diese Weise kann man sich dann alle Fragen anzeigen lassen, die eben in einer bestimmten präferierten Region ursprünglich mal gestellt wurden. Ein zweiter Filter hier noch dabei, hier werden noch Observations überprüft, also als Observations speichern wir in dem Datenmodell die Tags, die individuell vergebenen Tags, also unsere semantischen angereicherten Daten zu der Frage, und hier würden dann jetzt noch alle Fragen angegeben, die auch einen Tag Stein oder einen Tag Wasser beispielsweise hätten. Das werde ich jetzt mal nicht live vorführen. Ich denke, das kann sich jeder, der da Interesse hat, auch selber nochmal anschauen. Die Filtermöglichkeiten, auch Selektierungsmöglichkeiten sind da vielfältig. Das ist auch auf der Projektwebsite vom FOSS-Server, beim Fraunhofer-Institut, sehr gut und ausführlich dokumentiert. Hier noch ein letztes Beispiel aus der Praxis Interoperabilität. Hier sieht man das jetzt in QGIS einmal. Auch hier kann man sich natürlich dann diese Sense-of-Things-API von unseren Fragestellungen hinzufügen, hier direkt als GeoJSON. Und dann werden wir gleich sehen, werden die Fragestellungen alle mit einem kleinen roten Punkt auf der Karte, genau hier sieht man es, gerendert. Außerdem ist es möglich, sich direkt dann über die Attribute-Tables auf die Inhalte der Fragen, die Position natürlich, die Zeitpunkte und die ganzen anderen Daten, die damit verknüpft sind, anzeigen zu lassen. Auf diese Weise kann man in seiner GIS-Software, die man gerne verwendet, hier ist es jetzt QGIS, auch diese Fragen einbinden, selber dann sie durchsuchen, selber darin ein bisschen Forschung betreiben, eigene Layers darüber und darunter legen, wie beispielsweise geologische Karten oder meteorologische Karten oder Lärmkarten in städtischen Räumen, um vielleicht Antworten auf Fragen finden zu können. So, damit bin ich jetzt auch schon am Ende meines Vortrags angelangt. Das war ein bisschen schneller als die 20 Minuten, aber ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf Ihre Fragen. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an Thomas Lemmertz und Stefan Herle für den Vortrag. Jetzt können wir direkt, haben wir ein bisschen mehr Zeit für Fragen und Antworten. Gucken wir mal gemeinsam rein, welche Fragen sind denn bisher gekommen. Wir gehen mal da los, wo die meisten Routings eingetrudelt sind. Die erste Frage ist, könnt ihr die App bei F-Droid zur Verfügung stellen? Ja, also geplant ist das auf jeden Fall nicht. Also wir verfolgen derzeit den Ansatz, die App in den großen beiden App-Stores zur Verfügung zu stellen, also im Google Play Store, wo sie jetzt auch schon verfügbar ist seit einer Woche, und im Apple App Store, wo sie noch nicht verfügbar ist, weil wir dann noch Hardware beschaffen mussten, die schwieriger zu liefern war als erwartet. Dabei wird es auch erstmal bleiben. Ja, ich hatte nämlich gerade eben mal geguckt, also in dem Store mit dem Endgerät, wo ich unterwegs bin, habe ich es nämlich nicht gefunden, also bei Apple. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Wer kann, darf Informationen, Fragen einstellen? Gibt es eine Qualitäts- und Trollprüfung? Genau, das ist natürlich eine zentrale Frage auch unseres Forschungsprojekts. Prinzipiell Fragen einstellen, Fragen über die App in das System einbinden darf und kann erstmal jeder. Da sind natürlich gewisse technische Sicherheitsmaßnahmen hinter, klassische automatisierte Angriffe und solche Geschichten, und auch die Inhalte werden durchaus überprüft. Also wir überprüfen die eingegebenen Texte
auf bestimmte Muster oder auch bestimmte Wörter auf verschiedene Dinge und um dann beispielsweise unerwünschte Inhalte rauszufiltern. Und wir überprüfen auch die Bilder, die hochgeladen werden durch mehrere neuronale Netze, wird das automatisch gescannt, dass wir da möglichst viel von unerwünschten Inhalten automatisch direkt rausfiltern, bevor sie überhaupt online gehen können. Eine Qualitätsprüfung ist natürlich so relativ schwierig. Sie sprechen genau das Thema an, weswegen wir das als Forschungsprojekt machen und das nicht als fertiges Produkt auf den Markt bringen, weil das eben genau Fragen sind, die überhaupt noch geklärt werden müssen und auf die wir versuchen jetzt im Laufe des Projekts, das ja jetzt noch einige Monate läuft, interessante und hoffentlich auch gute Antworten finden zu können. Da würde ich gerne mal gerade anschließen. Wie lange läuft denn das Projekt noch? Also wie lange ist denn der Betrieb der Plattform und der App erstmal sichergestellt? Genau, also aktuell das Projekt, wie es jetzt ist, das Open Geo Research Klima, Umwelt, Stadt, ist bis Oktober diesen Jahres soweit in der Förderung. Danach wissen wir noch nicht genau, was danach passiert. Das ist immer auch so ein bisschen Teil der akademischen, sage ich mal, Arbeitsumgebung, dass natürlich manchmal nicht ganz klar ist, wie geht es dann nach dem offiziellen Projektende weiter. Das war uns auch im ersten Projektteil nicht ganz klar. Das ist dann verlängert worden und dann in dieses Wissenschaftsjahr übergegangen. Und auch da arbeiten wir jetzt im Hintergrund schon an einer Weiterführung des Projekts. Aber konkret genau wissen wir das auch noch nicht, wie es dann ab dem Oktober weitergehen wird. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich gehe mal weiter hier in dem Fragenkatalog und wir kommen zur nächsten Frage. Die Anwendung liegt für Melde-Apps nahe, die Beobachtungen und Fragen an Ämter leiten. Da gibt es dezentral jeweils eigene Implementierung. Wäre hiermit eine sinnvolle Standardisierung möglich? Erste Frage. Oder die Anbindung an dezentrale APIs der Städte und Kommunen? Ja, auch eine sehr interessante Frage. An sowas haben wir selbst auch schon mal gedacht. Also dieses Thema ist bei uns auch schon aufgekommen. Wir hatten da auch schon mit mehreren Städten und Kommunen mal gesprochen, um einfach mal unverbindlich nachzuhören, gibt es da Interesse? Gerade solche Melde-Apps, dass man irgendetwas sieht, was so nicht sein sollte oder man sich fragt, gehört das hier so innerhalb des Stadtgebiets, was dann an die Stadt weitergegeben werden kann, automatisiert. Diese Möglichkeit besteht mit Sicherheit und das wäre auch für uns sehr von Interesse, wenn man da was hinkriegen kann. Gerade diese Standardisierung jetzt mit einem standardisierten Datenmodell und einem standardisierten Datenabruf über diese API bietet das sehr viel Potenzial. Das machen wir jetzt aber aktiv im Moment nicht, aber wir haben das durchaus auf dem Schirm, sowas mal auch weiter zu untersuchen. Und dann haben wir die zweite Frage. Oder die Anbindung an dezentrale APIs der Städte und Kommunen, ja. Genau, das ist natürlich immer so ein Problem. Vieles ist dezentral geregelt, vieles ist überall nochmal von jedem selbst mehr oder weniger implementiert. Und genau dagegen wollen wir so ein bisschen angehen, dadurch, dass wir das System ja von Anfang an interoperabel konzipiert haben mit den öffentlich dokumentierten und OGC-konformen Datenstrukturen. Das ist dann sicherlich hier erstmal ein erster Schritt, dass zumindest unser Projekt, das wir jetzt machen, schon mal interkompatibel ist und dann hoffentlich auch alles, was danach kommt, genauso damit kompatibel machen zu können. Da wäre auch von meiner Seite gleich mal eine Anschlussfrage. Wer sind denn jetzt aktuell, wisst ihr, dass so die Anwender, wer nutzt die Plattform oder wer nutzt die App? Das ist natürlich etwas schwierig zu sagen. Also wir stehen jetzt ganz am Anfang, also offizieller Release der Plattform war vor genau einer Woche am 3. März. Okay, deswegen das ist natürlich die Menge an Usern noch nicht so groß, dass sich da große statistische Auswertungen machen lassen. Wir haben natürlich gewisse Zielgruppen im Kopf, die wir ansprechen möchten, aber in der Realität stellt sich sowas natürlich häufiger dann etwas anders dar, als man das mal geplant hatte, wenn man sowas dann erstmal auf den Markt wirft und dann guckt, wie entwickelt sich das. Deswegen können wir das noch nicht genau sagen. Ich muss mal hier gleich vielleicht erst mal sagen, ich finde es also für ein Forschungsprojekt eine sehr zugängliche Oberfläche. Ich bin da anderes gewohnt oder man hat schon anderes gesehen, gerade so aus dem Bereich der Forschung, oft sehr technisch. Das sieht ja erstmal sehr sehr leicht und zugänglich aus, so dass ich mir vorstellen, dass es kann, dass es auch wirklich eine breite Anwendergruppe findet.
und nicht nur eine, ich sag mal, in einem bestimmten Thema oder in einem bestimmten Themengebiet tätige, die sich für dieses Themengebiet dann interessieren. Also da auch hier mal ein kleines Lob, gut gemacht, ist auf jeden Fall mir auch aufgefallen. Kommen wir zur letzten Frage noch aus dem Chat. Wie können Daten exportiert werden? Ja, also ich hatte jetzt in dem Vortrag ja schon mal die eine Möglichkeit gezeigt, also eigentlich die einzige Möglichkeit über die Sensor Things API. Darüber können sich Daten dann per API quasi gezogen werden, wie beispielsweise in eine eigene GIS-Software oder auch einfach als JSON-Daten, wenn man da Interesse dran hat. Das geht natürlich nicht in unbegrenztem Maße, einfach auch wegen unserer Serverinfrastruktur, die wir da so ein bisschen schützen müssen, sage ich mal. Aber das ist der Schnittpunkt, oder das ist der Endpunkt, über den die Daten abgefragt werden können. Genau deswegen haben wir auch diese zwei Datenmodelle, dass wir die Fragen in einem Datenmodell haben alleine und alles andere, wie natürlich auch Nutzerdatenverwaltung und solche Geschichten, natürlich in einem anderen Datenmodell, an die man über diese API überhaupt nicht drankommt, und dass man wirklich nur die Fragen abruft und die dann wirklich über diese API standardisiert. Da kann ich besonders empfehlen, sich wirklich mal die Dokumentation vom Frost-Server, vom IOSB, vom Fraunhofer IOSB anzuschauen. Da wird das sehr gut dokumentiert, wie man da genau an die Daten kommen kann, die man da raushalten möchte. Ja, dann glaube ich, sind wir jetzt durch. Ich sehe gerade keine neue Frage. Dann nochmal vielen Dank, Thomas, an dich und Grüße an den Kollegen, an Stefan Herle, für den sehr interessanten Vortrag und das sehr interessante Projekt. Ich drücke euch die Daumen, dass es nach Oktober diesen Jahres dann weitergeht. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall nach etwas aus, sehr vielversprechend, was hoffentlich noch ein bisschen mehr Zukunft hat als jetzt ein halbes Jahr. Ja.